So Leute, willkommen zurück hier auf dem Flovarion-Kanal im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich weiß immer nicht, wie lange man das sagt, bis es unangenehm wird. Also ich möchte jetzt nicht jemand sein, der übertriebenerweise am 31. März, hat der März 31 Tage? Ihr wisst, was ich meine, dass ich da noch ein schönes neues Jahr wünsche. Aber ich denke, im Januar ist es noch alles vertretbar. Auf jeden Fall werdet ihr es im Titel schon gelesen haben, um welches Thema es heute geht. Es geht um das Thema Kevin James, beziehungsweise das Video mit Kevin James, weil da war ja was geplant. Also das war ja letztes, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das eigentlich zur Debatte stand. Das ist schon ein bisschen her jetzt. Es gab ja, ich glaube, das war Anfang 2020, wo es losging zu wachsen, sehr doll zu wachsen auf dem Kanal von uns, dass ich da auch einfach einen Tweet verfasst habe. Ich kann das jetzt hier mal einblenden für euch, dann seht ihr es, falls ihr das ja nicht mitbekommen habt. Und da habe ich einfach Kevin James angehauen und habe gesagt, dass ich gerne was machen wollen würde mit ihm. Ich habe gesehen, er hat jetzt auch mit Sketchen angefangen und so weiter und so fort. Ob er Bock hat, was mit mir zu machen. Und er hat daraufhin geschrieben, let's do it, also lass machen. Aber auch nur, weil ihr, also die ganze Community, ihn darauf hingewiesen hat, dass er doch das Video mit mir machen solle. Und demnach ist das entstanden. Ich habe relativ zügig danach auch Kontakt mit Charles bekommen. Und Charles ist die Produktionsfirma. Ich nenne es jetzt einfach mal Produktionsfirma. Das ist eine sehr coole Aktion, die da machen. Das sind 8 Brüder und die haben halt eine Produktionsfirma. Und die produzieren diesen ganzen YouTube-Stuff, von dem ich riesiger Fan bin. Ich finde, das ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam. Und ich konsumiere eigentlich sowieso alles von Kevin James bis auf, ja, die neue Serie und hier und da ein paar Filme, aber prinzipiell bin ich sehr, sehr großer Kevin James Fan. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich habe ihn mir hier auch, man sieht es jetzt blöd, ich werde euch ein Bild einblenden. Ich habe mir ihn sogar tätowiert, also ich bin ein riesiger Fan, weil der Humor und auch die Art und Weise, die er gespielt, also er hat ja Doug Heffernan in King of Queens gespielt und dieser Humor hat, glaube ich, die Videos heute sehr geprägt. Die Schlitzohren werden hier und da vielleicht auch so eine Gag-Anspielung finden. Ja, aber zurück zum Thema. Das Video, ich will das auch gar nicht in die Länge ziehen. Ich wollte euch nur ein bisschen Background erzählen, damit ihr Bescheid wisst. Das Video ist noch nicht entstanden und ich glaube, das wird in naher Zukunft auch leider nicht passieren. Ich habe meinen Soll sozusagen erfüllt und habe 2 Videos geschrieben. Also ich habe 2 Sketche geschrieben, einmal ein Video, wo ich physisch mit ihm zusammen sein müsste und eins, wo er nur, ja, wo er auch in New York bleiben könnte und ja, einen Arbeitsaufwand von 10 Minuten hätte, also ist wirklich nicht viel, aber ich möchte hier auch gar nicht irgendwie ihn zulabern indirekt, sondern ich möchte einfach euch nur erzählen, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird. Eventuell passiert es in naher Zukunft. Falls es passieren sollte, werde ich das Video allerdings einfach raushauen, ohne das groß anzukündigen. Ich möchte nur, dass das Thema einmal abgeschlossen ist, weil ich immer noch viele Nachrichten bekomme. Und ja, ich bin jetzt in dem Status, dass ich die beiden Videos geschrieben habe. Ich habe die beiden Videos einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch geschrieben, habe ihm, also dem Charles, mit dem ich in Kontakt stehe, habe ihm die Daten rübergeschickt. Und es hakt auch nicht an ihm, sondern es ist einfach die, ja, er ist einfach diese Person, die das alles übermittelt, die quasi den Kontaktmann zwischen ihm und mir spielt. Und ja, Anfang des Jahres hieß es so, dass ich rüberfliege nach New York und da mit ihm drehe. Dazu ist es natürlich nicht gekommen. Dieses Jahr war unter anderem auch geplant, beziehungsweise letztes Jahr war geplant, dass meine Gasteltern aus Amerika mich besuchen kommen. Das fiel auch alles ins Wasser und es steht noch in den Sternen, ob das dieses Jahr passiert, dass ich die sehe. Deswegen steht es auch in den Sternen, ob das irgendwie passiert. Ich werde wahrscheinlich nochmal nachfragen. Aber ich bin mir da nicht zu schade für. Aber irgendwann ist es dann auch so, dass man mit der Situation dann einfach ja abschließen sollte und das einfach so hinnehmen sollte. Und dass ich dann einfach nicht hinterher renne und die ganze Zeit frage. Ich möchte ihm halt auch nicht auf den Sack gehen. Und wenn er darauf keinen Bock hat und es mir aber nicht sagen möchte, dann ist es halt so, ich werde ihn dafür nicht hassen. Ich bleibt weiterhin noch großer Fan. Ihr müsst wirklich so sehen, bei mir läuft wirklich jeden Tag, also jeden Tag gucke ich mir King of Queens an. Und wenn ich die Staffel durch habe, dann gucke ich sie mir wieder von vorne an. Und das ist einfach die beste Serie der Welt. Es wird immer die beste Serie der Welt bleiben für mich. Durch diese Serie habe ich gelernt,
dass ich wirklich herzallerliebst lachen kann über einen Joke in der Serie. Und das hat mir damals so viel bedeutet. Ich weiß noch damals, ich bin relativ spät eingestiegen natürlich. Ich habe mir die Staffel 7 auf DVD gekauft. Und ab dann ging es los. Und ich glaube, da war ich 15. Ich müsste mal genau recherchieren, wann die Staffel 7 auf DVD rauskam. Und damit fing alles an. Und daraufhin habe ich mir die ganzen Staffeln gekauft. Ich habe letztes Jahr zum Geburtstag von Luke, also von meinem Bruder, die Staffeln auf DVD in dieser Bowlingkugel, die leider nur noch Gebrauch zu kaufen. Also er konnte die nur noch Gebrauch kaufen. Die habe ich bekommen. Was halt, ich werde mir nicht auf DVD angucken, weil ich kann die auf Prime in dieser Blu-ray-Qualität, also die haben ja die Folgen neu aufgesetzt und so weiter und so fort, kann ich mir die angucken. Aber trotzdem ist das halt irgendwie symbolisch, hat das viel Wert für mich. Und ja, wahrscheinlich wird dieses Video nie stattfinden. Vielleicht mache ich es irgendwann, wäre geil. Also ich habe natürlich noch ein paar andere Leute, mit denen ich gerne was machen wollen würde. Ich werde es aber in Zukunft einfach so halten, dass ich darüber gar nicht spreche, sondern dass ich die Leute anfrage und ja, entweder die haben Bock oder halt nicht. Bloß durch dieses Öffentliche, was halt geil ist, aber im Prinzip bin ich an dem Punkt wie vorher, sprich kein Video, kein Kontakt mit ihm. Das war halt nur eine kleine Aufmerksamkeit, die man da bekommen hat. Dennoch bin ich sehr, sehr froh, dass das so passiert ist, weil ich hätte mich, glaube ich, geärgert, hätte ich nicht gefragt. Und ja, jetzt habe ich gefragt und habe irgendwie ja ein indirektes Nein bekommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht passiert das in 10 Jahren erst, wer weiß. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, dass dieses Video mit Kevin James, das wäre mein persönlicher Zenit. Also das wäre wirklich der Abschluss, den ich mir wünschen würde. Und danach wäre mir alles egal. Also danach wäre mir alles egal. Das ist so ein kleiner Traum. Aber wenn das nicht passiert, dann heul ich da auch nicht rum. Dann geht die Welt auch nicht unter. Ich wollte es euch nur mitteilen, Leute. Ja, ansonsten bin ich gerade live auf Twitch. twitch.tv/Flovarion. Ich versuche es irgendwann in geraumer Zeit nochmal in Varion umzunennen, wenn es denn möglich ist. Ansonsten zocke ich, glaube ich, heute eine Runde Red Dead Redemption 2. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel mit einer geilen Story, geiler Action. Ich habe Bock darauf. Vielleicht zocke ich auch irgendwas anderes. Vielleicht schnacke ich auch jetzt gerade einfach nur. Ihr werdet mich in dieser Perspektive dort sehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe wirklich, dass diese Fragen jetzt dadurch ein bisschen eingedämpft worden sind und ich nicht mehr irgendwie täglich ist es nicht, aber wöchentlich irgendwie Nachrichten bekomme, was nur mit Kevin James ist. Ja, jetzt habt ihr die Antwort und jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Ich wünsche euch einen entspannten Rest Mittwoch. Zieht euch den Sketch auf Varion rein. Meiner Meinung nach sehr unterhaltsam geworden. Ich wünsche euch einen entspannten Abend und wir sehen uns ja vielleicht im Stream. Bleibt gesund. Tschüss.